Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Ihr seid jetzt nachträglich, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, dabei in einem Livestream mit Heaven's Vault bei eurem Tastenhauer. Und wir sind derzeit auf dem Mond der Bildhauer unterwegs. Und wer diese Bildhauer waren, das ist ja immer noch recht nebulös. Es gab hier Roboter, die in so einer Schalt- und Kontrollzentrale gearbeitet haben. Und es ist irgendwie ganz mysteriös, wie immer, bei Heaven's Vault. Wir versuchen, dem auf die Spur zu kommen. So, wir springen nochmal ganz mutig hier auf den Weg, wo die Karren oder die Loren eigentlich gefahren wurden. Einfach nicht nach unten sehen, Alia. Das ist nicht Elbereth. Nee, da ist nirgendwo eine Zeltbahn, wo man drauf aufgefangen wird quasi. Wenn man fällt. Perfekt. Das ist perfekt, sagt sie. Jetzt können wir nämlich hier in diese Wohnquartiere gucken, wenn es denn Wohnquartiere sind. Herrin, kommt zurück bitte. A narrow shelf of rock, jutting from the chasm wall. Das sieht ja auch wieder so aus, als wenn hier schon wieder so ein Kontrollraum ist. Und im Hintergrund. Gray buildings watched me with empty eyes. Und auch hier, das sind keine Wohnquartiere, zumindest nicht für Menschen. Guckt euch das mal an. Was immer hier auch gestanden haben mag. Das sind wieder diese komischen Robotertüren. Und das scheinen ja wirklich wie so ein. Oh, hier ist allerdings Stoff. Mal gucken, was das ist. Betten. Es müssen hier ganze Familien gelebt haben. Das war doch offensichtlich, dass hier Leute waren. Aber was haben die Roboter mit all dem zu tun? Sie sind doch immerhin die Herren. Oder nicht? Oh, war das mal umgekehrt? Waren quasi die Roboter mal die Herren der Menschen? Das ist ja eine ziemlich krasse Entdeckung, ne? Das würde ja auch für die Ereignisse sprechen, wie wir sie bisher rekonstruiert haben. Also wir wissen, dass es ein Reich gab vor dem ersten Ioxianischen Reich. Und dass dieses Reich irgendwie diese ganzen Roboter noch gekannt hat. Und dass danach aber das Nachfolgereich die Roboter alle in dieses Grab eingesperrt hat. Und es kann ja sein, dass zuvor eben die Roboter die Herren der Menschen waren. Und die irgendwie für ihre Zwecke versklavt haben, möglicherweise. Also irgendwie will mir das schon ein bisschen Sinn machen, das Ganze. Überall ist hier noch. Sind hier noch Betten der Menschen, offenbar. Und hier kommen wir hinten nicht in die letzte Baracke rein. Ja, hier ist wieder so ein Eingang, wo ein Roboter drin ist. Drin sein könnte. Hier gibt es irgendwie zerkratzte Symbole. Okay, das ist ziemlich komplex. Mal gucken, ob wir das übersetzen können. Stars da hinten drin. Der Nebel taucht da auf, offenbar, wenn es denn der Nebel ist. Surrender. Wenn das Surrender heißt, wissen wir auch nicht genau. Das hier mit dem X-Symbol. Das kann nicht so sein. Das geht nicht auf. Das sagt sie jetzt auch selbst. Genau. Also Nebula kann es dann nicht sein. Wenn das ein X ist, ist das ja eine Verneinung. Was ist denn die Verneinung von Nebula? Das ist weird. Aber naja, mal gucken, was wir daraus machen können. Surrender ist aber richtig gewesen. Das ist schon mal gut. We must not wahrscheinlich. Das ist ja wieder eine Entgegensetzung, dieses X-Symbol. Also we must not surrender hope. Side mark. Ja, muss. Hope macht doch Sinn, oder? Würde ich jetzt sagen. We must not surrender hope. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist ja interessant. So, diese Paneele sehen aber anders aus als die anderen. Und sie wurden auch aufgeschlitzt, als wenn jemand zu der Verkabelung
an die Verkabelung gelangen wollte. Und wir können hier uns an die Verkabelung anschließen. Okay, ich hab's geschafft, sagt sie. Irgendwas hat sie mit den Kabeln angestellt. Aha. Okay. Ja. Und wenn ich hier etwas mache, dann müsste das eigentlich anhalten. Okay, das hat sie wohl geschafft. Das gleiche können wir jetzt hier bei dem anderen Panel auch machen. Dann tun wir das doch mal. Gucken mal, was hiermit passiert. Und wir haben eine Verbindung. Wie genial. Wir haben die Verbindung, die wir brauchen, damit Six zu uns kommen kann. Der ist auch schon auf dem Weg. Wunderbar, das haben wir gut gemacht. Das sollte eigentlich halten. Super. Herrin, ich bin irgendwie... I feel stuck, okay. Er kann jetzt natürlich nicht zu uns. Aber, naja, zumindest ist er jetzt schon mal eine ganze Ecke näher an uns herangekommen. Mehr können wir erstmal nicht machen. Hallo! Gut, aber was wir machen können... Wir können hier drüben lang? Nee. Verdammt. Ja, die Gänge da sind, oder die Walkways sind richtig angeordnet, aber ich bin es nicht. Hm. Wir haben also was falsch gemacht. Wir müssen da mal wieder dran, an diese Kabel nochmal dran. Und das machen wir auch mal. Jetzt wird sich Six wundern. Der hält sich schon fest quasi. So, und jetzt müsste sich dieses Ding in der Mitte eigentlich runterfahren automatisch. Genau. Jetzt kommt nämlich Six zu uns. Und jetzt können wir ihn das Ganze machen lassen. Denke ich mal. So wird das wahrscheinlich sein. Da kommt er angeflittert. Herrin. Achso, jetzt haben wir wieder ja, an die Kabel rangemacht. Ich wollte eigentlich mit ihm sprechen, aber gut. So, das haben wir schon mal vorbereitet. Und jetzt werden wir erstmal mit ihm sprechen. Du hast es herüber geschafft. Ja, diese Gänge oder diese Wege sind ziemlich stabil. Ich glaube aber immer noch, dass wir lieber zurückhoppern sollten. Es ist unglaublich, dass das alles noch funktioniert nach dieser ganzen Zeit. Ja, wer immer diesen Apparatus gebaut hat, hat ihn auf jeden Fall für lange Zeit funktionstüchtig gemacht. So, wir sagen Six mal, er soll bei diesem Panel bleiben. Denn wenn er das auslöst, Mistress, ich kann dem nicht zustimmen, sagt er. Deine Zustimmung ist mir egal, Six. Es gibt keinen anderen Weg drüber, über diesen Abgrund, und das weißt du auch. Außerdem ist es ziemlich sicher, denke ich mal. Na gut, hoffen wir mal, dass er gehorcht. Wäre sonst für uns natürlich ungünstig. So. Genau. Six. Hebe die Plattform für mich bitte an dem Panel. Und dann können wir rüberkommen. Dann haben wir es endlich auf die andere Seite geschafft. Das ist doch wunderbar. So. So, wir können ihm eine Frage stellen. Ah ja, das kann ich machen, Mistress. Mhm.
Mach bitte nicht das Kontrollpanel kaputt, Miss Six. Deep pits had been cut down into the rock. While overhead, a natural opening yawned into space. Interessant. Da gibt's also eine natürliche Öffnung. Ist also definitiv eine Mine. Was liegt denn hier? Etwas, das so gerade sichtbar ist. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Segeltuch offenbar aus den frühesten Tagen des Nebels. Ui. Bin ich mal gespannt. Ein Ausschnitt einer längeren Phrase. Uiuiui, das ist wirklich viel. Can am Ende. Ups. Warum ist das Wort jetzt weggegangen? Can am Schluss. You can. Interessant. Oh. Nee, da wäre das oft drin, aber das kann so. Achso, das könnte forward sein. Da müssen wir dann aber das rausziehen, das passt so nicht. Das forward me, das kann auch nur ein Einzelausdruck sein. Das macht so keinen Sinn. Okay, also das ist es nicht. Warum gibt er mir das jetzt erst, follow? Okay. Sehr interessant. Follow me. What? You can. Whatever you can. Nee, das passt auch nicht rein. Das what ist an der Stelle auch nicht richtig aufgehoben. Na gut, jetzt sind wir aber so langsam dran. Follow me bitte. Das what ist es schon mal nicht. Das can, you hatten wir drin. Und dann bleibt nur noch ein Wort offen. Und follow ist auf jeden Fall schon bestätigt. Das ist gut. Und can auch. Sehr schön. Gut. Da kommen wir doch schon wieder gut voran. So, was heißt dieses Wort wohl? Das sind ja immer die Fragewörter. Das ist wie ein umgekehrtes Fragezeichen, so ein bisschen auch das erste Symbol. Also es ist nicht what, es ist nicht who. Es könnte... Was heißt denn taut? Oder heißt das if? Das ist ja eigentlich denn kein W-Wort. Was heißt denn taut? Das muss ich jetzt mal nachgucken nebenher. Kurzen Moment mal bitte, aber das Wort sagt mir gar nichts. Gespannt. Straff oder gespannt. Das macht keinen Sinn. Folge mir gespannt, du kannst. Nein. Es kann ja eigentlich nur if sein in der Satzlogik. Follow me if you can. Nicht catch me if you can, sondern follow me if you can. Ah ja, kommt auch aus diesem alten... aus diesem alten Ort, den wir noch suchen. So, gucken wir mal. Das ist ja hier... Ah ja, okay. Der hat sich jetzt hier wieder ein bisschen präzisiert, der Ort. Ein bisschen verkleinert. Sehr gut. So, hier geht's, glaube ich, nach unten über eine Leiter. Oder es war mal eine Leiter vermutlich hier, aber jetzt gibt es sie da nicht mehr, sagt sie. Das ist natürlich nicht gut. Irgendwas ist hier in die Kante reingeritzt worden. Ui, auch wieder ein großer, langer Ausdruck. Einige Wörter. Wie nothing. Okay, konnten wir das direkt übersetzen? Unsolved inscriptions found carved at the edge of a pit. Warum hat er uns das nicht angezeigt? Das ist ein Riesenausdruck.
Okay, strange. From? Und am Ende kommt live drin vor, möglicherweise. Und irgendwo ist auch der Ausdruck into zu sehen. Und es gibt irgendwie die Du-Sache hier zweimal, aber ich glaube nicht, dass uns das hier weiterhilft. Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Hä? Gibt es hier irgendwas zweimal und ich habe das nicht... Ach ja, hier, das From wäre zweimal statt das Into. Ah, okay. From könnte man da reinpacken. Aber es bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Hä, warum lässt sich das jetzt nicht beenden? Irgendwas ist hier komisch, als wenn es buggy ist. Ich habe doch hier nichts mehr zum Einsetzen, oder? Bin ich jetzt ein bisschen überfragt gerade? From? Do. From. Live. Ist echt komisch. Ich kann das Du zweimal einsetzen, aber dann bin ich doch fertig. Hä? I don't raff. Das will sich mir nicht erschließen hier. Mysteriös. In der Tat mysteriös. Ich kann auch hier zweimal Into einfügen, obwohl es natürlich völliger Quatsch ist. Nee. Ich weiß es nicht. Irgendwie will das nicht funktionieren. Jetzt habe ich natürlich gerade leider meinen Chat wieder ausgeblendet. Ich, Horst. So, dann kann ich auch nicht lesen, falls ihr jetzt irgendwas geschrieben hättet. Ignoriere ich das dann. Das geht natürlich nicht. Naja, gut, müssen wir diese Übersetzung erstmal sein lassen. Hier hängt auch noch ein Haken. Und hier drüben. Das scheint ja ewig weit tief zu sein. Natürlich nicht ganz, aber da möchte ich wirklich nicht reinfallen. Wir können einen Stein dort reinwerfen. Mal gucken, wann wir den Aufschlag hören. Immer noch. Ja, das ist ziemlich tief, das Ganze. Tiefer als eine Statue jemals sein müsste. Oder so hoch wäre ja niemals eine Statue. Das ist echt eigenartig und mysteriös. Ah, hier gibt es eine Leiter, die nach unten führt. Herrin, ich kann dich sehen. Herrin, please desist. Mach das bitte nicht, sagt er. Doch, wir tun es. Wir haben hier selten auf Six gehört und wir werden es auch jetzt nicht anfangen. Oh, Tunnel. Wir haben hier diverse Tunnel. Die Luft scheint hier unten, wie es aussieht, nicht so sonderlich gut zu sein. Oh, hier scheint es auch giftig unten zu sein, oder? Ein alter Korb. Ah, warte, ich fühle irgendwie... Oh, die Luft muss hier richtig schlecht sein oder vergiftet. Wenn hier irgendwas ist, dann sollte ich es schnell finden. Es ist leer. Oder nein, warte. Unter dem Grid... Ah, Goddess of Water Figurine. Aus Gold. Aus den frühesten Tagen des Nebels. Ah, das sollte ich aber nicht versuchen zu lesen, weil das ist schon... Okay, wir können den Ort wieder leichter finden. My head was spinning. Hewn out walls. Also die wurden ausgeschlagen, die Wände. My chest tightened. Also irgendwie ist hier was giftig. Hier ist ein
Eine Spitzhacke. Eine Minenspitzhacke. Aber sonst sehen wir hier nichts. Und wir sind auch ziemlich langsam. Das ist ganz schön gefährlich hier. Können wir hier weiter? Ich glaube eher nicht, oder? Wir sollten es vermutlich auch gar nicht tun. Aber wir haben hier zumindest Carved Scratches, also irgendwelche Einritzungen. Uralt. Wenn ich die nur lesen könnte, wenn mein Kopf lange genug aufhört, sich im Kreis zu drehen. Start eines Fragmenttextes. Das können wir jetzt aber doch übersetzen, das ist interessant. Obwohl doch eigentlich das nicht gehen soll, angeblich. Emperor will fall? Wow. Palace will fall oder Emperor will fall? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Die? Plant die? Das kann ja nicht sein. Das könnte natürlich schon der Palast sein, ne? Wenn stirbt, dann wird der Palast fallen. Und dann haben wir leider nur noch die Pflanze hier drin. Das ist natürlich ziemlicher Nonsens. Das sehen wir ja schon. Oh, no good. I have to start again and try it a different way. Wir müssen aber raus hier. Das dauert zu lange. Unmöglich. Some kind of other marks, ja. Here too, okay, ja. Ja, rede nicht so viel, wir müssen hier raus. Oh Gott, schnell hier weg, schnell hier weg. Das war keine gute Idee, reinzugehen. Six hatte da recht. Los, lass uns hier bloß wieder raufklettern. It's not so high. No, das wird aber dauern. Mach hinne. Klettere verdammt nochmal. Einfach klettern. Ja. Ich kann nicht. Oh nein. Oha. Ich kann es nicht tun. Es ist zu weit. Ich bin gefangen. Oh je. I was stumbling over my own feet. Oh oh. Kannst du mich hören, Six? Ich möchte nicht hier unten sein. Oha. Ich denke nicht. Six? Six? Nichts. Verdammt nochmal. Roboter können doch niemals in einer Mine gearbeitet haben. Es müssen Menschen das getan haben. Während die Roboter sie überwacht haben. Oh Mann. Können wir ja auch nicht weiter. Fühlen uns auf jeden Fall sehr, sehr geschwächt momentan, aber wir leben noch. Wo ist dieser Roboter, wenn man ihn mal braucht? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch irgendwie nicht, wo der sich aufhält. Und warum der uns hier nicht zu Hilfe eilt, das ist ja eine Katastrophe mit dem. Naja, da können wir auch genauso gut versuchen, hier weiterzugehen. My lungs were burning. Meine Lungen brannten. Oha. Die Luft hier ist irgendwie ätzend. Oder wie ätzend. Meine Güte. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung mit diesem Ort. Licht. Hier hinter dieser Ecke ist Licht. Waters above. Oh Mann. Bei den Flüssen. Jetzt, Alia, du. Geh jetzt. Hä? Wett. Jetzt geht sie von alleine übrigens. Ich drück jetzt gar nichts. Okay. Was passiert hier? Wie soll ich mich selbst. Wie habe ich mich hier nur reingebracht? Obwohl, ich denke, das werde ich nicht mehr tun. Hä? Warum
konnte ich denn eben... Was bist du? I can't. Ich kann nicht atmen. Hast du mich gehört? Kannst du sogar... What? Wir wurden gerade gehoppert von dem Ding? Okay. Das nenne ich mal überraschend. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Irgendwo neu. In irgendeinem neuen Bereich. Meine Umgebung hat sich verändert. I had traveled the nebula in an eye blink. Am I alive? Also bin ich am Leben? It wasn't possible, but I'd done it. Bin ich gestorben? Bin ich quasi neu auferstanden? Ist das doch Elbereth? Es hat mich gerettet. Der Gott hat mich gerettet. Er hat mich nach Hause gesandt. Moment, ich muss erstmal wieder klarkommen. Ich bin noch ziemlich dizzy, also ziemlich fertig mit der Welt. Bin ich durch das Tor hierher gekommen? Ein Hopper für lange Distanzen? Ich frage mich, ob so die Uralten gereist sind damals. Vielleicht hat es irgendwie eine Sichtlinie zu mir gehabt. Ich frage mich, ob es mich wieder zurückholen könnte. Ich frage mich überhaupt, wie ich das angemacht hat. Aber Amir hat mir ja auch erzählt, dass er ein Wort gesprochen hat und dann wurde er weit weggebracht. Ja, es macht irgendwie Sinn. Wir haben vielleicht etwas Ähnliches erlebt. Ganz eigenartig. Wir könnten noch mal was anderes hier probieren. Vielleicht kommen wir ja wirklich zurück. Ifarali. War Ifarali das Wort? Bin mir nicht sicher. Ah, okay. Aha. Irgendwas hat das Ding geantwortet. Es funktioniert. Vielleicht funktioniert es, aber was nun? Fragt es mich, wohin ich gehen will? Ah, es fragt mich, wohin ich gehen will. Guck mal, wir können nach Iox und nach Mersi. Ich probiere mal Iox aus. Das ist ja eigentlich geschlossen für uns. Okay, das funktioniert aber nicht. Vielleicht hieß Iox ja damals gar nicht Iox und er versteht es nur nicht, dieser Mechanismus. Mersi? Silinang? Sitboyaki Katifa? Ja, es kennt ja nur Ancient-Namen, genau. Also da haben wir jetzt nicht viel geschafft, leider. Aber wir wissen schon mal, mit Ifarali kommen wir quasi in den nächsten Dialog rein mit diesem Ding. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich als nächstes sagen soll. Schade. Vielleicht können wir ja noch mal mit unserem guten Freund sprechen, der den Jungen befragt hatte. Ich glaube, das werden wir noch mal machen. Vielleicht weiß der was. Was uns irgendwie weiterhilft. Wir haben jetzt ja keinen Six mehr. Der ist ja noch auf diesem Planeten, wo wir hingereist waren. Bin mal gespannt. Der macht sich auch sicherlich Sorgen um uns. Und das ja auch nicht zu Unrecht. Herrin, hier sind sie also. Mein ethischer Kern war sehr besorgt, Mistress. Wie hast du mich gefunden? Ich wurde von dem Elbereth-Tor über deinen Ort, Aufenthaltsort informiert. Also hat dir das Tor erzählt, wo du mich finden kannst? In der Tat, Herrin. Sein Kern hat deine Ankunft bemerkt. Das Tor dachte, dass du zu mir gehörst. That my property has been located. Also, dass mein Besitz aus seiner Sicht lokalisiert worden ist.
Willst du mir etwa sagen, dass Thor kann denken? Es hat einen Kern, Herrin. So wie du und ich. Aha. Ein glückliches Missverständnis. Ich bin erfreut, dass du noch intakt bist, okay. Nee, ich denke, wir werden trotzdem hier mal weitergucken. Aber super, dass wir Six jetzt direkt wieder haben. Das ist natürlich klasse. Genau, zu Tapi wollen wir gehen. Der Name fiel mir vorhin nicht ein. Vielleicht hat er ja noch irgendeinen Hinweis für uns oder so. Schauen wir mal. Okay. Tapi, mein Freund. Wir haben höchst Mysteriöses erlebt. So. Wir können mal mit ihm reden, denke ich mal. Also, Tapi. Da können wir aber nichts direkt auswählen. Können wir ihn im Artefakt zeigen? Figurine made on an unknown ancient site. Vielleicht interessiert er sich dafür. Diese goldene Figur. Er hat etwas aus seiner ähnlichen Periode, denke ich. Er sucht uns jetzt was. Hier ist es. Ein kupferner Pott. Also ein kupferner Topf oder so. Und da ist auch etwas eingraviert. Oh ja, schön. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Ein größerer Ausdruck. Cry? Dann ist Ior hier irgendwie drin. Dann in, aber das kann schon mal nicht sein, weil hier noch ein Verneinungszeichen davor ist. Das kann also so nicht funktionieren. Dann haben wir ein und. Das Wort für worth, das vermutete. Naja. Und Acts, aber das kann ja eigentlich nicht passen hier, so wie es angeordnet ist. Das kann eigentlich nicht so funktionieren. So, also, das Acts ist natürlich raus. Das hätten wir uns jetzt auch denken können. Ja. And Cry. Ah, okay, so wird ein Schuh draus. Sehr gut. Und Schreien ist also wirklich korrekt in der Übersetzung hier. Leave your and cry. Cry out. Ja, wenn es nicht cry at ist, sondern dann ist es cry out, ja. And cry out. Ja. Ja. Weakness? Oder soll es Race heißen? Das ist ja nicht Fall. Fall ist ja mit dem Verneinungszeichen. Dann wird das hier Race heißen. Raise your hand vielleicht? Raise your hand and cry out. Vielleicht irgendwie so eine rituelle Anweisung? Ja. Hebe deine Hand und rufe aus oder schrei heraus. Irgendwie so. Okay. Ah, kommt auch wieder aus dem Ort der Figurinen natürlich. Damit können wir diese extrem alte Stätte schneller und besser finden. Aber ich will die nicht weghandeln, weil wir haben, glaube ich, auf diese Figur auch noch gar nicht wirklich drauf geschaut. Okay, vielleicht etwas anderes. Okay, dann werden wir jetzt erstmal wieder gehen. Das reicht. Bis später, Tapi. Sehr gut. Ja, komm bald wieder, hat er uns im Prinzip jetzt gesagt. Wir haben ein neues Artefakt in Betracht zu ziehen. I want to pay a visit to the bartender on Alberith? Warum?
Wir wollen dem Barkeeper in Elbereth hier einen Besuch abstatten. Weiß gar nicht, wo das da hingeht, aber okay, schauen wir mal. Das ist ja interessant. Aha. Ist es möglich, die Schwerkraft selbst irgendwie zu ändern, so wie du es gesagt hast? Ja, das ist es, Mithras. Es ist sogar nötig. Wenn du, als du nötig gesagt hast, was hast du damit gemeint? Die Stärke der Schwerkraft zwischen zwei Objekten ist eine bekannte Größe. Okay. Aber die meisten Monde sind nur ganz kleine Steinsammlungen. Ah, okay. Und die meisten Monde haben eigentlich nicht genug Schwerkraft. Ah ja, okay. Es geht also um diese Kristalle, die wohl Schwerkraft künstlich auch erzeugen können. Sie reduzieren sie nicht. Ach, die Kristalle wurden seiner Meinung nach hergestellt, um das Nichtvorhandensein von Schwerkraft auszugleichen. Interessant. Vorsicht, warum sollten wir Vorsicht walten lassen? Also ein Kristall sagt, er sollten wir nicht Oroi geben. Also du meinst, ich sollte solche Kristalle nicht Elborianern geben? Ich habe keine Concerns, ich bin ja nur ein Roboter. Aber Professorin Miari fände das nicht gut. Aber wir geben ihr doch jetzt nicht irgendwelche Kristalle. Das haben wir doch gar nicht vor, oder? Komische Unterhaltung gerade, aber gut. Es bleibt spannend, liebe Leute, auch wenn ich immer noch nicht ganz. Also es macht sich allmählich so ein geschichtliches Bild, baut sich allmählich auf, finde ich. Aber viele Dinge sind immer noch unklar. Bin ich mal gespannt. Na, kommt sie raus? Ich denke schon. Ich glaube nicht, dass Oroi uns nochmal im Stich lässt. Die braucht einfach nur länger, um zur Tür zu kommen. Ja, da ist sie doch. Alia. Was kann ich für dich tun? Wir können mit ihr reden. Erzähl ihr über den Hopper in dem Dice of Gods. Was immer das auch ist. Ich wollte dir etwas erzählen und einen Rat von dir erbitten. Oh nein, nicht schon wieder. Hör mir einfach erstmal zu. Wir haben einen uralten Hopper gefunden. Hast du etwa die Hoffnung, dass du ihn mir verkaufst? Weil ich möchte ihn gar nicht. Es war in eine Wand eingebaut. Also hoffst du, dass ich das irgendwie dort von dort lösen kann? Six hatte den Gedanken, dass der Hopper dazu benutzt wurde, Leute aufzuzeichnen. Ja. Ich wollte also sehen, ob das wahr war. Leute aufzeichnen? Ich denke, man könnte das irgendwie tun. Wenn man das Auge dafür hat, die physikalische Matrix komplett zu ignorieren. Da kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz folgen. Es hört sich so an, als wenn du keine Idee davon hast, worüber du dich überhaupt unterhältst, Alia. Also, wo ist dieser Hopper? Würdest dir was ausmachen, wenn wir einen kurzen Flug machen würden mit der Nightingale? Bist du wahnsinnig? Meinst du das ernst? Ich bin total in Angst. Ich habe ja noch nie so einen Segelturn unternommen. Das weißt du doch. Ach, lass es uns machen. Einfach so, bevor ich meine
Bevor ich meine Meinung ändere. Stand still, Mistress. Ah, okay, jetzt nehmen wir sie mit. Interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt sogar Oroy mitnehmen. Das ist ja abgefahren. Es wird wirklich abgefahren, liebe Leute. Ich bin gespannt. So, jetzt sind wir auf der Nightingale. Oroy sieht sehr enthusiastisch aus, wie ein Kind oder sehr aufgeregt aus. Ja, die wird jetzt das erste Mal eine solche Segeltour mitmachen. Alia. Ja. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung. Der Himmel oder der Weltraum? Der Himmel? Der Himmel. Erinnerst du dich an das erste Mal, als wir es abgefeuert haben? Launched it. Wie sind wir in den Fluss reingekommen? Six, sollen wir ihr zeigen, wie es sich bewegt oder wie es funktioniert oder wie? Okay, danke dir dafür, Herrin. Bin ich gerade nicht ganz mitgekommen im Dialog, leider. Panoron schrieb auch gerade, sind es nicht gerade oft die verworrenen und sich ungeahnt drehenden Geschichten, die eben oft auch spannend sind? Ja, genau so etwas. Wir könnten wieder zum Withering Palace. Ach ja, Oroy können wir jetzt dahin mitnehmen. Tja, ob die da was machen kann, wissen wir nicht, aber es ist ein Versuch. Es ist ein Versuch. Diese Ancient Site, die hat sich jetzt immer mehr verkleinert hier auf der Karte schon. Aber wir wissen immer noch nicht, wie wir da hinkommen könnten. Interessant, dann lass uns doch mal zum verwitterten Palast wieder gehen. Aber erst in der nächsten Folge, ich bin nämlich schon wieder viel zu lange hier am Aufnehmen. 42 Minuten, verzeiht. Manchmal vergesse ich einfach die Zeit, weil dieses Spiel mit so vielen interessanten Wendungen daherkommt. Ihr seht es ja, klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, das Spiel. Ja, liebe Leute, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tastenhauer sagt. Ciao, ciao.